So, guten Morgen, willkommen zurück zu Season 2. Ich habe gedacht, ich spiel's nochmal durch. Ja, Level 1 auf Inseln. Nein. Ich habe gedacht, ich schaue mir noch die verschiedenen Schwierigkeitsstufen an. Ja, das wollen wir alles nicht sehen. Und zwar, wir fangen an mit Trainee. Yeah. Das habe ich schon mal im Spiel irgendwo kurz gezeigt. Wir lassen erstmal unseren Freund raus. Und ich habe keine Karte, weil ich Dingsbums wieder eingeschalten habe. Dingsbums, vierfach FS. Oh, falsche Taste. Ich habe jetzt gerade die Forsaken-Steuerung drin. Man sieht schon, die Gegner sind total aggressiv und gehen ab wie. Oh, das sind gar keine Gegner. Und hier liegt schon mal Vulkan-Ammo. Ich habe zwar keine Vulkan, aber. Hey, richtig, da ist auch ein Weg. Schau mal auf meine Karte, was die sagt. Aha, grüne Punkte. Und oh mein Gott, seht euch die Schüsse an. Oh Gott, ich kann ihnen gerade so ausweichen. Es ist so schwer. So anspruchsvoll. So. Was? Oh mein Gott, jemand. Ach, du schießt auf mich. Okay. Ja, und mir wird hier überhaupt nicht hochgeboostet. Oh, es ist so schwierig, den Kugeln auszu... Sie treffen mich natürlich. Oh mein Gott, es ist so schwer, sie zu treffen. Sie sind so schnell, so. Ich kann es kaum beschreiben. Bin ich da richtig? Ich glaube schon. Und tschüss. Ich stehe irgendwie wegen auf dem Kopf, kann das sein? Ich glaube schon. Und die Welt steht Kopf, so schwierig ist es. Wie sie abgeht, boah, die Kugeln, wir liegen mit einer Geschwindigkeit. Und wie man hier sieht, von 143 auf 170. Wer jetzt rechnen kann, also ihr nicht, sind das 27. Was zählt denn der Idiot da? Das sind gar keine 27. Kann dir nicht zählen. Schläfst du mal? Vielleicht, wenn ich dich treffe. Doch, sind 27. Ich verarsche euch nur. Wie immer. Shield-Konverter. Ja, ach ja, richtig. Dann können wir, könnten wir mal konvertieren, aber... Na gut, machen wir es halt mal. Nein, ist immer noch genau gleich. Also Konvertierung bleibt scheinbar gleich. Oh mein Gott, ob ich den töten kann? Oh, gerade so, gerade so. Das war natürlich Herausforderung pur, aber ich habe es geschafft. Es ist natürlich eine Smart, ne? Und ein besserer Laser, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir werden hier alles brauchen, was es nur gibt in dem Spiel, um auf diesen Schwierigkeitsgrad, der enorme Herausforderung ist, da wie jetzt stellt, so Dingsbums technisch. Ich weiß gerade nicht, was ich so sagen wollte. Müssen natürlich alles geben, um nur die leiseste Chance, ein Hauch eines Chances zu haben. Absolute Konzentration ist da gefordert. Fast schon ein bisschen. Also genau genommen gar nicht, aber... War da nicht noch ein Tor? Ah, da war das Tor. Oh mein Gott, die Geschosse fliegen so unglaublich schnell. Es ist der Wahnsinn. So schnell ist es ungefähr auch bei Dämon, der spielt halt auf Ace, aber da ist ja nicht viel anders. Oh mein Gott, ein Schalter. Und ich habe irgendein Tor geopenet. Ich weiß zwar nicht welches Tor, aber ich habe das mal voll krass geopend. Achso, das Tor öffnet sich dann, glaube ich. Vielleicht auch nicht, was weiß ich. Was ist denn da noch drin? Deine Mutter, ey! So, wir haben gerade so... die feindlichen Gegner ausschalten können. Gerade so, es war äußerst knapp, aber dank meinen überlegenen Skills habe ich es gerade so geschafft. Gerade so, jetzt aber, boah, Tarnung, das kommt im rechten Moment, sonst hätte ich nämlich richtig verloren. Ja, es ist äußerst anspruchsvoll, das erste Level schon, also das haut voll rein. Das ist kaum in Worte zu fassen, was man hier verbringen muss, um gegen die Gegner zu bestehen. Man sieht auch, ich habe nur noch 200 Schild, was übrigens das Maximum ist. Und nur 190 Waffenenergie. Oh, ich konnte ein halbes Schild oder so noch transferieren. Also ich habe zumindest eine Energie verloren. Oh, ich bin nicht mehr getarnt. Jetzt setzt natürlich nochmal ordentlich anspruchsvoll. Da kommt auch schon der nächste Gegner. Puh, den wir gerade so besiegen können. Und jetzt mal noch einen besseren Laser, denn den werden wir dringend brauchen. Und da ist nochmal Schild, wenn wir es mitnehmen könnten, was wir nicht können. Also, dich nehmen wir noch mit. Und 200 in der Schild, in der Waffenenergie.
gerade so ausreichend, um die Mission erfolgreich abschließen zu können. Und noch ein Afterburner haben wir jetzt auch noch. Da burnt zum After. Wir fliegen weiter zum Bossraum. Ja, Bossraum sind wir jetzt schon. Puh, ist richtig hart, wie man sieht. Ich bin auch richtig hart. Ja, richtig anspruchsvoll. Da bleibt nicht mal Zeit für blöde Witze. Und oh mein Gott. Die Gegner sind viel zu schnell und feuern so viele Kugeln, die sich so unglaublich schnell bewegen. Man kriegt kaum mit, dass da Gegner sind. Dann ist man schon tot und muss wieder laden. Es ist unglaublich anspruchsvoll, wie man sieht. Die richtige Schwierigkeitsstufe für Dämon, denn der kann eh nichts. So, machen wir da mal auf. Einfach, weil wir es können. Dann hat er noch eben einer geschossen. Ach da. Ja, man sieht schon, ich habe Probleme, die Gegner zu sehen. Jetzt stelle ich gerade wieder fest, dass ich im Hintergrund noch Programme anhab, weswegen die Framerate jetzt einfach mal nach unten geht. Aber da habe ich auch bloß Firefox offen, ein paar, ja, bisschen Zeugs, ne? Und ja, es reicht aber langsam. Ich habe doch bloß ein bisschen was offen. Gut, bisschen was ist jetzt immer relativ, ne? Ich meine, manche Leute finden schon extrem, wenn man mehr als 20 Tabs in Firefox offen hat. Ich hatte schon mal über 200 offen. Er wird ziemlich langsam, aber das ist normal. Es gibt keinen brauchbaren Browser, der 200 Fenster schafft. Vorausgesetzt natürlich, man macht da auch irgendwas und hat nicht nur 200 leere Fenster offen. Hä? Oh Gott, da ist ein Gegner, den habe ich noch übersehen, der hätte uns jetzt fast vernichtet. Ja, mit seiner unglaublichen Feuerkraft. So unglaublich vernichtend ist und feuerkraftig. Und wir haben ganze nur 90 Sekunden. Oh mein Gott, ob ich bis dahin den Ausgang erreiche. Ich schaue nochmal auf meine sehr detaillierte Karte. So eine Karte wünschte ich mir in neueren Spielen mal. Dann würde nicht sogar eine Herausforderung werden. Ja, jetzt stellt natürlich die Frage, ob wir noch rechtzeitig den Ausgang erreichen in 90 Sekunden. Es wird schwierig, es wird äußerst schwierig. Es wird wirklich sehr, sehr schwierig, jetzt noch den Ausgang zu erreichen. Eine kaum zu erfüllende Aufgabe. Wirklich anspruchsvoll, äußerst kompliziert. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich schaffe. Ich versuche natürlich mein Bestes und es wird langsam langweilig. Wow. Das war schon von Anfang an langweilig. Puh, gerade noch geschafft. Das war knapp. Ja, wir haben 0 Skill-Bonus. Ja, ich habe so viele Punkte wie Dämon beim Skill-Bonus. Nein, wir möchten da jetzt nicht. Doch, lass uns so nochmal durchspielen. So, dann würde ich sagen, wir testen mal Rookie. Das ist schon eine ganze Ecke besser, ne? Also anspruchsvoll jetzt. Ich werde jetzt auch nicht wieder den ganzen Level machen. Sieht schon, die Gegner reagieren total schnell. Ja, also Kugeln fliegen auch schon schnell. Ja, schon offensichtlich, ne? Proximity Bombs bringen. Nein, Geißeln bringen immer gleich viel Punkte, oder? Ich habe gerade nicht auf die Punkte geachtet. Warum sagt mir denn niemand, dass ich nicht auf die Punkte geachtet habe? So, jetzt haben wir 81 Waffenenergie in dem einen auf und kriegen nur noch 96, was 15er Steigerung macht. Also man sieht schon 12 weniger für die Leute, die nicht rechnen können. Da ihr mich abonniert habt und meine Videos guckt, könnt ihr das natürlich nicht. Keiner meiner Abonnenten kann rechnen. Und ein Laser Level 2, ja. Ich flieg da mal raus, ne? Ja, ist ja gut. Mit Stress! Oh. Die gehen immer so leicht kaputt auf leicht. Auf Rookie leicht. Oh, Moment, da bin ich falsch. Aber das könnte man trotzdem mal nachprüfen. Jetzt, wenn wir schon hier sind. Mach mal auf. Auf Sesam. Geh mal auf. Und noch ein bisschen Schildenergie. Wir haben ja noch nicht genug. Und würde ich alles machen, würde ich wahrscheinlich wieder. Hey! Das habe ich beim letzten Mal übersehen. Oh mein Gott, Gegner und eine Kloakendefike. Was war denn da? Ach, da geht's nur da wieder raus. Alles klar. Naja, so spannend ist das jetzt nicht. Schauen wir auf die Karte. Jawohl, wir haben alles gerettet, wie man ganz offensichtlich sieht.
Wow, wie Gegner schon reagieren, wenn ich auf sie schieße, das ist atemberaubend. Es ist kaum zu beschreiben, welche Vernichtungskraft sie da hier aufbieten, um mich zu stoppen. Naja, ich bin ja getan, deswegen sehen die mich nicht. Ja, ich kann kaum einen Reaktor bekämpfen aufgrund der ganzen Gegner, die mir die Sicht versperren. Und ich habe nur 60 Sekunden. Oh mein Gott, werde ich das schaffen. Gerade so. Ja, man merkt schon, richtig anspruchsvoll. Also hardcore, wie ich es gewohnt bin. Hotshots. Da habe ich Descent 1 drauf gespielt. Wobei Descent 1 einfacher war, weil die KI nicht so gut war. Behauptet zumindest Dämon, aber pff, was weiß der schon. Ja, die Gegner sind schon eine Nummer schnell. Oh, sie treffen mich. Oh, nochmal. Soll ich doch langsam mal unterbinden. Und ich treffe sie jetzt nicht mehr. Ja, einfach weiterschießen. Jetzt stirbt doch mal. Sie hat nur schon mehr Ausrede das Gefühl. Ach, Ivo. Jetzt bildest du dir alles nur ein. Sterbst du mal. Warum sterbst du nicht? Ich Deutsch, ey. Ich korrekt schreib, sterb, ey. Oder so. Ja, ich schieß auch daneben, wie groß, ganz groß. Ganz groß schieße ich daneben. Ich habe zu viel getrunken. Ich habe Milch getrunken. Oh mein Gott, es war Vollmilch. Oh, bin ich zugedröhnt. Sollte aufhören, so Scheiße zu labern. Nein, das geht nicht. Das musst du erzählen. Was ist denn jetzt Aufgang? Es klang so, als wenn da was Aufgang wäre. Oh, jetzt kann ich hier am 60 Schild. Kriege ich nur noch 12. Moment. 12? Und wenn ich eben schon noch 12 bekomme? Oder mich eben verzählt? Könnte auch sein. Ich passe da nicht so drauf. Oh, ich bin fast tot. Ja, fast tot mit 80 Schild. 74. Hä? War das schon die ganze Zeit auf? Ja, ich glaube schon. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, was die Geißel an Punkten geben. Jetzt müssen sie mir noch mal holen. Du bist keine Geißel. Sieht doch nicht aus wie eine. Komisch. Ja, Feuer! In diesem Rasser. Hä? Alter, ich hab Humus dabei. Das ist keine Chance. So. Jetzt kommt da noch einer durch die Tür. Die sind eins und die Türen aufgemacht. Nimm doch mal ein Beispiel an die Roboter. Die sind eins, die haben nie Türen aufgemacht. Die waren viel netter und freundlicher und erotischer und ja, die waren echt anziehend, ey. War richtig heiß. Ja, ich flieg dann mal weiter, ganz schnell weg von hier. Nur wegen Munition mit. Munition, Ja. Große Kugeln habe ich eben mitgenommen, hat man genau gesehen. Ich nehme noch den Laser Level 3 mit, weil ich es kann. Und weil wir jetzt auf Hotshot spielen, was Stufe 3 ist, kapiert? 3, 3, Laser Level 3, kapiert, kapiert? Nein, typisch Abonnenten. Sind alle geistig behindert. Ach, jetzt stirb doch mal. Wie ich daneben schieße, das ist wunderbar. Gut, es ist Hotshot. Da kann ich mir das erlauben. Hotshot, die Mutter aller Filme, ey. Wow. Es ist wirklich noch einfach. Ich verstehe nicht, warum ich mich da im ersten Teil so geplagt habe. Ach, weil ich mit meinem Gamepad spielen wollte unbedingt. Was ich da für eine unbedingt geniale Idee hielt. Wo dann einige Tasten auch nicht funktioniert haben. Sehr gute Idee. Das war eine wirklich herausragende Idee. Brillant, möchte ich glatt sagen. Und würdest du jetzt bitte mal sterben? Habe ich die nicht eben schon mal getötet? Ach nein. Ich habe es versucht. Bin aber kläglich gescheitert. Ich nehme mal Schild mit. Ich könnte auch mal die Homies benutzen, nicht dabei. Und Raketen. Und 45 Sekunden nur. Oh Gott, ob wir das schaffen? Gerade so. Nein, man kriegt scheinbar immer selben Bonus, oder? Nee, im Moment habe ich im ersten nicht weniger bekommen. Ich habe nicht aufgepasst. Schau es euch im Video an. Wohl, dann weiß ich es auch schon. Da braucht man anderes sagen. Aber der Skill-Bonus haben wir jetzt 97. Verdammt, den habe ich mir auch nicht angeguckt. Egal, das seht ihr ja alles im Video. wie war das mit dem Skill-Bonus nochmal? Ich glaube, es war einfach die Punktzahl, die man im Spiel gekriegt hat. Oder wie war das? Keine Ahnung. Ja, das wollen wir nicht wissen. Wir starten ein neues Spiel auf Acke. Auf Akne.
Was Dämon hat, spielt man natürlich. Akne. Und ich kriege erstmal wieder ein... Ach. Mensch, kaum hat man ein paar Dutzend Hintergrundprogramme auf. Schon kriegt alles. Was machst du denn da? Ist nicht Acke. Das ist langweilig. Gegner gehen ja gar nicht ab. Oh, guck mal, wie niedlich. Macht ihr auch irgendwas? Oh, der macht was. Ja, die kleinen Scheißdinger, die gehen mir so auf den Sack immer. Ich flieg da gerade irgendwo dagegen, habe ich das Gefühl. Das erklärt einiges. Das sollte ich vielleicht nicht wieder tun. Das ist nicht so gesund. Oh, da ist noch einer. Da war noch einer, oder? Ja, hallo. Haha. Ja, Acke. Für Noobs wie Dämon natürlich wunderbare Eigner, die nichts drauf haben. Ich bin nur Ace, weil Incern ist so schwer und ich kann das nicht und deswegen mache ich es auch nicht. Und mein Penis ist ganz klein. Der Videospiel-Skill ist gleich, Schwierigkeitsstufe, die man Videospiel spielt, ist gleich Penislänge, die man in Let's Plays nimmt, fällt aus. Egal. Laser Level 2, hallo. Ach, ich fliege weiter. Kommt Bock auf euch. So viel Zeit habe ich jetzt gerade nicht. So, wir regenerieren nochmal. Regenerieren. Laden unsere Waffenenergie nochmal auf, bevor wir Eiter weiterfliegen. Ich habe noch gar nicht geschaut, wie viel Energie man hier bekommt. Auf jeden Fall wenig. War hier nicht noch ein Versteck? Nee, das war, wo warten wir das? Keine Ahnung. Irgendwo gab es ja noch Munition, habe ich beim letzten Mal eingesammelt. So, da waren die Giga. Sieht nicht. Hä, was? Wo kommst du jetzt her? Wo soll der, kommt der her? Hä? Ich habe einen vergessen, wie es aussieht. Ah, ich muss die Hintergrundprogramme alle mal ausmachen. Wo kam der her? Ernsthaft? Wo kam der her? Hier, ja, von hinten. Habe ich auch gesehen. Woher genau? Ja, man sieht, es ist alles noch recht freundlich und sozial und ziemlich einfach. So, wir machen nochmal auf. Gut, wenn man jetzt mal von dem einen, der mich von hinten überrascht hat, wo auch immer der herkam und von dem einen aussieht, von dem ich da die ganze Zeit hinten drauf geflogen bin, beziehungsweise von mit hinten vorne drauf auf ihn geflogen bin, klingt auch merkwürdig. Ja, die gehen überhaupt nicht ab. Ich meine, guckt euch das an, wie langsam die sind. Ja, ist da noch einer? Ja, die weichen so gut wie nicht aus und ach. Es soll Ace sein? Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, was Energie gibt. Brauche ich nicht. Ihr seht's ja im Video. Ja, ich schau mir deine Videos nicht an. Ich gebe nur dumme Kommentare dazu ab. Ace! Ich hasse das. Ich brauche eine schnellere CPU. Will mir nicht jemand irgendwas Richtiges schenken? Vielleicht so ein Serverboard, wo man 4 CPUs mit 16 Kernen oder so und weiß nicht, 2,8 GHz oder so draufstecken kann. Oder was war das größte? 2,8 glaube ich. Was momentan auf dem. Das schießt irgendwo auf mich. Ich höre es doch. Aber ich sehe es nicht. Du bist blind! Das weiß ich schon. Egal. Wenn es hinter mir auftaucht, merke ich schon. Könnten natürlich die Dinger sein, die versuchen durch die Wand zu schießen. Können Gegner versuchen durch die Wand zu schießen? Ja, die wehren sich ja gar nicht. Das ist ja langweilig. Stirbst du mal bitte? Danke. War da unten nicht noch einer immer? Der Sache gehen wir mal auf den Grund. Grund, weil unten. Kapiert? Nein, wohl nicht. Da noch einer? Ja, da ist noch einer. Haha, ich habe mich gesehen, Kleiner. Ach, guck mal, wie niedlich. Der Reaktor macht so gut wie gar nichts. Ah, da ist der Kerl, der die ganze Zeit auf mich gefeuert hat, glaube ich. Möglicherweise besteht eventuell die Möglichkeit, dass er das war. Ist ja noch nicht tot. Stirbst du mal? So, wir haben jetzt 35 Waffenenergie und jetzt haben wir 44, macht also 9. 9. Hm. Ja, 9. Los, Papa! Aber auch neue Schuhe, ich würfel mal die 9. Ja. Na gut, schießen wir ihn. Nicht so tot. Schießen wir ihn durch die Wand tot. Der aktuell hält schon bis in 35 Sekunden. Oh mein Gott. Es ist so anspruchsvoll. Homestage-Bonus 8000. Man kriegt da wirklich mehr für? Oder eben was noch 6000? Oder bilde ich mir das jetzt noch ein?
Und ich habe natürlich einen höheren Skill-Level. Warum auch immer, ja, wir wollen den nächsten Level nicht sehen. Und jetzt natürlich noch meine Lieblingsschwierigkeitsstufe Insane. Das nur echte Pros spielen, also so Noobs wie Dämon nicht, ne? Ja, man sieht schon, die Gegner gehen gleich nochmal eine eine Ecknummer! Härte ab. Wenn ich jetzt mal überhaupt mal treffen würde. Halt doch mal da! Ah, ich glaube, der ist aus dem Loch rauskommen. Stirbst du mal bitte. So, man bekommt nur noch 6 Schildenergie und auch natürlich 6 Waffenenergie. Hinter mir ist einer. Kann das sein, dass da wieder hinter einem. Ich flieg schon wieder in den rein. Er hat mich vorhin schon fast gekillt, weil ich ihn vergessen habe. Aber hey, weil ich so high-skilled über Pro-Headshot-Master bin. Headshot-Master, hm? Man sieht ja dauernd, dass Headshot kommt, ne? Den Sound-Headshot. Hört man ständig, ne? Also, wenn nicht, dreht euren Sound mal ordentlich laut. Bis ihr taub seid, dann ist es gut. Solange ihr noch was hören kann, habt ihr einen schlechten Sound. Aber wenn ihr nichts mehr hören könnt, dann ist die Lautstärke in Ordnung. Wenn ihr taub von werdet, ist es gut. So. Wir werden schon beschossen, bevor die Tür überhaupt offen ist. Da fliegen noch ein paar Kugeln vorbei. Eiter weiter. Ich flieg eiter weiter, ja. Tür auf. Und tschüss. Wir haben uns nochmal. Wir haben 88 Waffenenergie. 88 deutsche Waffenenergieeinheiten. Oder so. Ja, ja, ja. Absolut. So, dann holen wir uns noch die Giga-Geiseln. Wir geiseln uns, indem wir dieses Spiel spielen. Wer spielt denn so einen Scheiß? Tür, geh wieder zu. Tür, geh wieder zu. Danke. Die Schilder gehen nämlich nicht mit. Pff, wie schön, dass du schon mal vorgeflogen bist. Arschgesicht. So, ich hätte vielleicht einen anderen Level auswählen sollen, wo es ein bisschen härter zugeht, aber muss jetzt nicht. Weil ich ehrlich gesagt bei allen gut durchkomme. Naja. Gut. Vor allem bin ich noch einmal. Wo bin ich da nochmal gestorben? Ach ja, richtig, weil er von hinten plötzlich kam. Kennt ihr das? Oh oh. Kennt das ja bestimmt. Ihr steht irgendwo und plötzlich kommt einer von hinten und ja. Jetzt richtig zur Sache. Und warum ist das so einfach? Voll einfach. Volle Kinderspiel. Ich bin volle Überpro. Ich bin so gut, dass es schon total einfach geworden ist. Aufgehen. Durch die Tür fliegen. Oh. Ja. Die gehen gut ab. Und würdest du jetzt bitte mal sterben? Würdest. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin tot. Ich bin gerne gestorben. Oh, da ist die Tür. Dann ist er bestimmt da. Unten. Oder auf dem Weg nach da unten. Schalte ich ihn besser mal aus. Und tschüss. Könnte mir natürlich noch die Gatling holen. Die Chaos gibt es hier leider noch nicht. Wo ist er hin? Flieg mal nach rechts. Da ist er auch. Der Deutsche fliegt immer zuerst nach rechts. Da haben wir auch Rechtsverkehr. Ah. Ola. Das ist gerade ungünstig. Okay, es geht noch. Das ist der erste Level. Ne? Ah, ich hab dich von hinten überrascht. Ja, jetzt komm ich mal von hinten und schieß dir voll in den Arsch einen rein mit meinem dicken Gewehr. Das klingt überhaupt nicht falsch gut. Zu 77. Hey, aber im Gegensatz zu diesen einen schaffe ich hier das erste Level ohne sterben. Gut, ich benutze ja auch nicht mein Gamepad. Kündig. Ich müsste konfigurieren. Und wir schießen den Reaktor, der auch wegen mir abgeht. Erst so richtig abgeht jetzt und haben nur 30 Sekunden. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Ach, die geht zu. Da brauche ich Nachbrenner. Oh, ich habe keinen Nachbrenner. Dann werde ich es nicht sterben. Und Tostage Bonus. Was? Ach, ich bin gestorben. Ne? Hm. Das kann ich nicht herausfinden, ob Dings, ne? Aber ich glaube schon, dass die mehr. Skill Bonus natürlich 15 schöne Tausender. Und nein, ich möchte das zweite Level nicht spielen. Ich möchte noch mal Level 11, was war besonders lustig, 11 war lustig, sage ich jetzt einfach mal, auf Insane kurz anzeigen, damit Dämon auch seinen Spaß an dem Video hat. Und ich drehe mich gleich mal, schauen wir mal, wie weit ich komme, ohne
zu sterben, ohne bis zum Ende meiner Leben zu sterben. Ah, die Datsen ja noch, ich erinnere mich. Geh weg. Ich habe nur Laser Level 1, fick dich! Es ist keine gute Idee, mittendrin Inseln anzufangen. Es ist prinzipiell keine gute Idee, Inseln anzufangen. Aber darum geht's gerade nicht. Glaubt mir, es ist wirklich keine gute Idee. Tut es nicht. Was war denn das? Es flog auf jeden Fall. Dinge, die fliegen, sind mir suspekt. Die neigen dazu, auch zurückzuschießen. Oh, der Guidebot. Oh, hallo. Damn, man hat voll Angst vor den Dingern. Pff. Also, ob das ein ernstzunehmendes Problem wäre! Was ist denn der jetzt hin? Ist der jetzt raufgeflogen? Ich meine, ernsthaft, im Vergleich zu anderen Gegnern, hey, mich rammen und dann abhauen, ne? Ja, gut. Weiß nicht, soll ich auf den achten? Ja, er könnte mir meinen Laser Level 1 klauen. Oh mein Gott, ich soll ihn unbedingt vernichten. Um Curry-Raketen, ich lade jetzt mal nicht. Curry tötet. Curry ist tödlich, esst es nicht! Lass es lieber eure Kinder essen. Oder eure Ehefrau, Ehemann. Honks Tipps fürs friedliche Zusammenleben. Jetzt neu am Kiosk. Hallo. Ich hätte gern meine Homies wieder. Ich hätte gern den da getötet. Jetzt haut er ab. Ah, ich treffe ihn. Sifbot ist zu schnell für meine Raketen. Und der stirbt einfach nicht. Oh, er ist tot. Ja, klemme wegen der Tür. Voller Klemmfurz. Wie auch immer. Oh Gott, wo habe ich das denn her? Ich will gar nicht erwähnen, wo ich das her habe. Das ist so peinlich, dass ich das kenne. Das ist Fremdschämen. Kanal Telemedial ist echt fremd. Shiggy stirbt jetzt endlich. Oh, Laser Level 1 ist grauenhaft. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, so viele Möglichkeiten gibt es da jetzt nicht, ne? Er ist in die Lava geflogen, du tot. Schön wär's. Wir töten ihn mal schnell. Haha, jetzt kommst du hier nie wieder raus. Können und open this door. Let's close it. So, ist nicht so offen wie deine Mama. Gott. Ja, hohes Niveau. Kanal Telemetal und deine Mama-Witze, ja. Das ist doch verrückt. Ja, das ist Inseln. Jetzt stirbt doch nur, es dauert so ewig. Ich habe gleich keine Waffenenergie mehr und ich habe keine Vulkan-Ammo. Hör mal auf hier, stirb mal. Ja, die Anzahl an Dingen, die er mir klauen kann, gehen auf ein äußerst hohes Niveau hoch. Ach, hier, ich stehe auf dem Kopf noch. Was passiert überhaupt, wenn er nichts hat und er einen beklauen will? Das will ich jetzt mal wissen. So, jetzt will ich mal wissen, was er mir jetzt klaut. Ich meine, ich hab nichts mehr, was er mir klauen kann. Los, beklau mich! Beklau mich! Komm schon, Klaus! Komm her! Gut, könnte auch eine Frau sein, ne? Dann wär's ja Claudia! Die Lieblingsten. Lolo. Beklau mich! Woran erkennt man, dass das Auto alt ist? Dann stellt's in Polen ab und es wird nicht geklaut. Hat er mich eben gerammt oder war das mein Guidebot? Dum-di-dum-dum-dum-dum-di-dum. Ich schau nicht hin, ich schau nicht hin, lalalalala. Vielleicht wäre ich gerade erschossen oder so. Ich schau einfach nicht hin. Ich seh dich gar nicht, komm ruhig hier geflogen. So, wir machen mal Rückansicht und so und dann stellen wir uns einfach mal hier hin. Und lassen uns schön beklauen oder stellen wir uns hier hin. Halt, Rückansicht ist R. Yeah. Ja. Kommst du jetzt mal her? Komm her. Er zieht mir ein Schild ab. Okay. Ich flieg da mal weiter mit 4 Waffenenergie. Kein Kommentar.
Stellen wir jetzt mal der Graf hin. Lagert hier irgendwo. Ach ja, richtig. Keine Karte, weil wegen Kantenglättung. Waffenenergie. Habe ich da eben einen Monster-Spawner gehört? Oh Gott, hier. Oh Gott, ich erinnere mich an das Level. Ich glaube, da oben war ein Monster-Spawner. Das ist super pervers. Oh mein. Minenleger. Oh! Gauss-Kanone. Glaube ich. Es war Gauss. Oh Gott. Man merkt, dass ich auf Instant gespielt habe. Ich kann mich noch an jeden Gegner erinnern. Oh, ich habe keine Waffenenergie mehr. Deswegen kommt da auch nichts mehr. Ich habe ein nutzloses Gewehr. Ernsthaft, was soll ich da machen? Ich habe die Gauss. Ich bin so schlau. Stirb. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, wohin ich so genau muss, aber ich habe die Gauss. Die ist auch gleich wieder aus. Geh mir nicht auf die Eier. Geh nicht auf die Eier, ich geh dir auf dein Schiff. Also genau wie noch meine Bomben, aber... Scheiße. Das war jetzt sehr klug. Wow, ich habe zielgelenkte Raketen über... Geht nach Hause, Palbis. Papa hat was Großes dabei. Eine dicke, lange Rakete. Maxel, man, auf Homies. Aha, ich hab's gerade noch gesehen, ja. Das ist total einfach. Wir wollen da runter, 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 ganz tief runter, ganz tief. Oh. Jetzt auf, wenn von hinten ein Mann kommt, ganz tief. Ja, wo war ich gerade? Ach ja, richtig, bei nackten Frauen. So, wir wollen da lang. Also, was heißt wollen? Wollen ist vielleicht falsch ausgedrückt, ne? Ich sag mal eher, wir fliegen mal da lang. Beim Laser Level 1 zeige ich denen mal so richtig, wie was hier abgeht. Ja, wieder überbruder ich bin. Oh Gott. Geben wir mal die Gauss kennen. Und dann blasen wir den da mal voll weg. Lutsch das. Schon wieder. Das gibt's ja auch noch. So, ich zieh mal. Oh, der explodiert und ich muss noch auf die Curry-Raketen warten. Na, er ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. So, wir haben hier noch ein wenig Schild und ein wenig Waffenenergie. Leider haben wir den Konverter noch nicht gefunden. Denn ich bin hier beschäftigt und am Reden und so. Und du störst bitte einfach das Get Fine Net. So, hier. Oh, da ist noch so ein Flammenwerfer-Tüppel. Ich glaube, ich habe das Spiel schwerer in Erinnerung. Ist ja voll einfach. Ich habe mal wieder einen kleinen Slowdown. Ich kann nur leider die Hintergrundprogramme gerade nicht schließen, weil dann muss ich auch uploaden und so abbrechen. Ich hänge irgendwo fest. An der Decke. Stirb! Was zur Hölle? Ich habe mal kurz die Aufnahme neu gestartet, damit sie es vielleicht wieder fängt, was gerade nicht so aussieht. Ah! Ich habe sie noch gesehen. Ja, hier sind Garme, Ufer. Du blazed viert! Wow! Ach ja, richtig, ich war ja dreimal. Einmal wegen... Ach ja, richtig, die Score von meinem... Ich habe mich da ja mehrmals verewigt. Wegen, weil ich nicht wusste, wie ich da Dingsbums reinkomme. Hey, totalplanlos.de. Ist keine Schleichwerbung, nein. 11 bis 11, hey. Ja, also über 5,5 Millionen Score habe ich da noch. Warum wurde überhaupt mein... Ja, die Score von Dingsbums wurde ja nicht gespeichert, ne? Also Vertigo, es ist dasselbe, schwierigkeitstechnisch, von daher will ich das jetzt nicht auch noch zeigen, nein. Und kam nicht noch eine neuere Version als 3 raus? Und 4 kam, glaube ich, vor kurzem raus, oder? Keine Ahnung. Egal, das war's mit diesen zwei jetzt aber wirklich. Morgen mache ich dann noch ein Video, nein. Noch kurz die Schwierigkeitsgrade. Es ist schwierig. Nein, ich will keine. Nein, das ist nicht meine. Das ist die Standard-Demo, die irgendwie noch drin ist. Ich habe auch noch meine drin. Haha, H.dem. Yeah, wie ich da fliege wie ein Pro. Ja, guckt euch das an. Und jetzt die Waffen. Ach, wie ein Pro wähle ich die Waffen aus.
Egal, Karl, das war's mit diesen zwei. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht.